Motherfucker, alle tot. Haha, Idiot. Wir hätten nämlich von da unten beschießen können. Oh, da ist ja noch einer. Langsam wird's echt. Hallo? Haben die sie noch alle? So, du stirbst. Nein, du bist schon tot. Ah! Wow! Nachricht! Captain? Captain! Können Sie mich empfangen? Passen Sie auf! Nördlich von Ihnen stelle ich eine äußerst hohe Konzentration von Dicor fest. Es stört leider stark unsere Frequenz. Versuchen Sie, das Förderband östlich von Ihnen zu erwischen. Es wird Sie heil an den Erzlagern vorbeibringen. Torch aus! Ich weiß nicht mehr, A, ob man durch die Erzlager direkt selber durchgehen konnte und B, ob es nicht sogar irgendwas gebracht hat. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Also das ist das Förderband, das er meint da oben. Das soll ich nehmen, damit ich sicher durchkomme. Aber ich glaube, man kann auch durch die Dinger durchgehen. Wenn man sich... Ja. Wisst ihr, das Einfachste bei so einer Stelle ist, den Alarm auszulösen. Nein, einfach durchzulaufen. Weil bevor man da ewig Zeit verschwendet, tut man doch viel lieber ganz kurz Schaden nehmen und durch solche Energiefliesen durchlaufen. Ne, egal. Ich will jetzt einen Alarmschalter. Weil es mir so gefällt. Achso, ja, das ist nämlich diese Dicom-Geschichte hier. Dicom. Dicor. So, erstmal will jetzt der Alarm hier weg. Da, genau. Danke, Code Rot aufgehoben. Gebiet. Ich speichere jetzt einmal hier. Vor Dicor. Weil ich will nämlich mal gucken, was das so ist, wenn man da durchläuft. Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse, ja? Ich sollte vielleicht auch mein Schild anschalten, das habe ich ja nicht umsonst bekommen, ne? Das ist erstmal so weit eine Sackgasse. Ah, da geht's rein. Okay. Das bedeutet, ich gehe aufs Förderband. Was ist das hier? Ah. Ich wette, die sollte ich lieber mal ausschalten. Cool. Das ist ja mal cool. So. Jump. Du musst die Richtung angeben? Nee. Ach, das war, hat er die Tür aufgemacht. Nee, ich bin ein Grattler. Au. Sie betreten eine Dicor-Betrieb. Ich will diese Granatwerfer-Munition und das Medkit. So. Sterben vielleicht? Ja. So, Nachricht angucken. Irgendwas wurde gerade deaktiviert. Ich glaube, das war ein Mech.
Scheiße. Captain, gleich werden ein paar Feinde ihren Weg kreuzen. Aber ganz in ihrer Nähe ist eine Überwachungsstation. Dort können sie dann einen Abertron aktivieren. Damit sind die Feinde leicht auszuschalten. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich habe keine Ahnung, wann ich mich wieder melden kann. Gehen Sie jetzt zu dem Aufzug, der auf Ebene 4 ist. Alles Gute. Torch aus. Stopp, ich habe nämlich gehört... Ah, es ist zum Glück bloß ein dummer, kleiner, deppicher... Ach, sprengen wir es alle in die Luft. Sterbt doch alle. Ja, aber nicht ich. Hallo? Ja, ist recht. Ich will nämlich eigentlich... Sieht ihr mich? Hoffentlich nicht. Bitte, die darf mich jetzt nicht sehen. Ein Glück. Jetzt muss noch die Wache irgendwie sterben. Weil die steht jetzt noch ein bisschen im Weg rum. Wie nett von ihr. So. Spider-Bomb, Spider-Bomb. einer hat wohl nicht gereicht, wa? Schieben wir dann nochmal eine zweite hinterher. Kein Problem für den Silencer. So. Speichern. Ich hatte mal diese Kontrollstation hier. Ja. Stimmt. Bitte warten. Kontakt Avatron hergestellt. Ein neuer Mech, meine lieben Freunde. Das Shotgun. So, ist hier noch jemand? Nein. Oh, ich habe schon wieder Angst vor diesen doofen Automaten-Mechs, die sich tarnen können, diese Chamäleon-Viecher. Ich hasse sie. Ach, das ist das Dicor. Na gut. So viel dazu. Rote Keycard? Zugang verweigert. Ungültige Zugangskarte. Ja, wenigstens kommt Carla. Ist auch schon mal etwas. Vielleicht einer von denen eine Keycard? Nö. Nö, schön. Ein Teleporter. Ich sollte mir abgewöhnen, dahin zu wollen, wenn die... Ha! So viel hat es jetzt erstmal nicht gebracht auf den ersten Blick. Affendreck! Da ist er! Ja, ich bin ein Idiot. Ich glaube, ich kann trotzdem... Hauptquartier! ...mit der Spinnenmine da einiges erreichen. Wenn jetzt wahrscheinlich der andere draufgehen wird. Gut. Doch nicht. Sehr schön. Au! Da muss auf jeden Fall was Wichtiges sein. Geht's da schon weiter? Weiß es gerade nicht. Sonst muss ich den Teleporter nochmal zurücknehmen. Ich glaube beim Avatron oben waren auch noch Kisten. Okay. Okay. Bevor wir da jetzt aber weitermachen, mache ich nochmal ein ganz kleines Backtracking, da wo der Avatron rauskam.
denn... Oh, ich komme nicht mehr zurück. Shit. Nun gut. Weil da waren, glaube ich, noch Kisten oben oder sowas. Aber ist jetzt egal. Ach, wir wollten ja dieses nette Terminal verwenden. Und diese zwei Schalterchen. Okay, du musst die Wände abschalten. Alles klar. Ich glaube, da oben ist eine Thrasher-Kanone. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da hätte ich normalerweise die grüne Keycard gebraucht. Boah, Shotgun oder wie? Ha! Ich hab nur übersehen, ich hab noch gedacht, da ist doch einer. Ich Idiot. Na gut, Spinnenbomben. Nichts weiter vom Belang für mich. Gehen wir jetzt da mal hoch. Denkste? So, deswegen speichere ich jetzt mal wegen meinem Verdacht. Okay, es war ein normaler Geschützturm. Ey! Voll viele von diesen Mistteilen. Ja. Hallo? Scheiße! Code Rot, illegales Eindringen. Hat das denn nie ein Ende? So. Danke. Code Rot aufgehoben. Gebiet gesichert. Ah, okay, ich hab gedacht, da wäre jetzt kein Schalter gewesen. Das wäre ziemlich, ungünstig geworden. Oh, ich hab die Shotgun ausgewählt gehabt. Und die Falle ging in die Hose. Die nicht. Die schon. Es fragt mich gerade. Da was ist. Ha, gelbe Keycard. Na, wo bist du, mein Freund? Warnung, Sie betreten eine Strahlungszone. Betreten auf eigene Gefahr. Danke für den Hinweis, Lucy. Ich nenne die jetzt Lucy. Hey, da ist eine Tür aufgegangen. Cool, cool. Ah. ich will den töten. So. Und ich will da rein. Ich will da rein. Warnung, die Begrüßung ist weg. Blaue Keycard. Jetzt habe ich gelb und blau. Da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Komm ich überhaupt wieder zurück? Irgendwie muss ich aber wieder zurückkommen. Komm. Stirb doch. So. Blaue Keycard. Zugang gewährt. Halt!
Ist mir jetzt so egal. Nein, okay, das ist mir nicht egal. Oh Mann! Du hast nicht im Visier. Da steht doch einer. Hat mich jetzt aber auch nicht gesehen. Wir haben ihn. Ah, okay, das war günstig. Fickt euch doch alle mal kreuzweise. Was soll denn jetzt die Scheiße hier? Hallo? Sicherheit gefährdet. Danke. Gebiet. Geht's denen? Ey, ich bin gerade voll baff. Was soll das? Ah, ich brauche Magazine für meine RP. Ladedatenbank. Sicherheitstüren jetzt offen. Singular. Sicherheitstür. Oh. Haha. Das da oben sind Raketenwerfer. Das weiß ich noch, weil da geht's nämlich zur vierten Ebene. Oh ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Der hat auch schon geworfen. Der hat seinen Kollegen erschossen. Das ist irgendwo der Thermatron, ne? Den hat's zerlegt. Okay, da ist der Thermatron. Der Termi. Ja, schieß doch! Der ist gerade da nicht durchgelaufen. Wieso läuft der da nicht durch? Hä? Geht's noch? Okay. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Ich habe noch 2 Medpacks und 6 andere Dinger. Energiezellen, genau. Die Frau musste mich gerade korrigieren. So. Ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Hauptmenü. Weil da oben steht nämlich definitiv zumindest einer, der Raketen wirft. Und zwar der hier. 2 Raketenwerfer, eine Thrasher-Kanone, eine Kamera. Und wenn ich jetzt nämlich... Boah, wie habe ich denn das damals gemacht? Okay. Hauptmenü. Machen wir jetzt mal so. Ich bin tot. Das sind nämlich mehrere Raketenwerfer, nicht nur 2. Okay. Jetzt muss ich taktisch vorgehen. Ich kann, glaube ich, keine Spinnenminen runterjagen. Da die... doch, das würde funktionieren. Cool. So. So, der erste ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Weil der wird mich bestimmt mit den Raketen jetzt auf mich werfen. Oder auf die Mine zumindest. Wenn ich es jetzt aber richtig anstelle, dann wirft er auf die Thrasher-Kanone. Und die ist auch noch schildgeschützt. Ach, ist das nicht ein herrlicher Moment. Ich finde das geil, wie es die zerhaut. Ich will aber noch die Kamera gefreckt machen. Na nein! So. Dann habe ich nämlich eine realistische Chance. Oh, den hat's auch noch zerlegt. Ja, geil. Ja, dann schaffe ich das locker. So. Ja. Nein. Ich lade nochmal. Ich habe nur noch ein Medpack. Ich könnte jetzt natürlich ganz elegant sein. Ja.
Hallo? Ganz vorsichtig. So. Wo ist eigentlich dieses Schild von der Thrasher-Kanone? Das muss doch da auch irgendwo sein. Ich rate jetzt einfach mal so ganz peu à peu, dass das Ding da oben ist. Irgendwo. Ich brauche meine ganzen Spinnenminen, hey. Thermatron wäre normalerweise auch noch gewesen. Ja, jetzt sind die Kisten wenigstens aus dem Weg. 8 Spinnenminen schon weg. Ist das bei dem anderen Arsch da unten? Ah, ganz oben im Eck. Ich seh's. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt geht's dir an den Kragen, Thrasher-Kanone. An die Stelle kann ich mich eben noch erinnern, weil die war extrem scheiße. Das war eigentlich das erste richtig taktische Mal in dem Spiel. Also wo man richtig schauen muss, wie man an eine Stelle rangeht. Hast du das noch nicht? Na? Mann! Ich könnte mich gerade so darüber aufregen, echt. Ach, da ist noch ein drittes Ding. Okay. Wir haben noch ein drittes. Meine Güte. Ja, ist recht. Bin ich da vorhin durchgekommen? Ist aber echt pixelgenau. Und der Thermatron kommt anscheinend raus, wenn ich auf diese Bodenplatte drauf dreht. So, jetzt müssten die 2 kaputt sein. Und jetzt machen wir das oben links noch kaputt. Und in aller Hoffnung... Verdammt. Na, 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 na. Sag mal, also einmal probier's noch. Wenn das jetzt nichts wird, dann dann schneide ich. Wundert euch nicht, wenn es da mal kurz piep macht. Gut. Wir sehen uns später. Bis gleich. So, liebe Leute, ich habe gerade eben das Schild ausgeschalten, der Thrasher-Kanone. Ach, das schneide ich noch mit rein, dann seht ihr es wenigstens. Oh, war das jetzt eine Tortur? Die Thrasher-Kanone ist hin. So. Hauptmenü. So. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Das ist der Tresor da am Boden wahrscheinlich. Sicherheitsschild, Aufzug, Ebene 4 deaktiviert. Sehr schön. Und da ist noch ein Tresor im Boden. Mit Kids und Energiezellen, ich bin zu froh.
Gut, der ist auch tot. Boah. Und jetzt kommen wir in einen etwas freundlicheren Bürokomplex. Halleluja. Es wurde mir berichtet, dass es in den Minen zu Unruhen gekommen ist. Vorsitzender Dragon, lösen Sie das Problem gemeinsam mit Direktor Leech. Dieser lokale Aufstand muss sofort niedergeschlagen werden. Damit werde ich auch ohne Unterstützung von Direktor Leech fertig, Herr Präsident. Sie werden mit ihr kooperieren und gemeinsam vorgehen. Mit allem Respekt, Herr Präsident. Aber für die Sicherheit meiner Basis kann ich durchaus selbst sorgen. Ich versichere Ihnen, ich habe die Situation voll und ganz unter Kontrolle. Die Schwierigkeiten haben wir bald bewältigt. Wir können uns keinen Rückgang in der Dicorellium-Produktion leisten, Direktor. Die Energieversorgung der Erde hängt davon ab. Hat das Konsortium je Grund gehabt, sich über mich zu beklagen? Nein, noch nie. Also gut. Ich hoffe, Ihre Bemühungen werden erfolgreich sein. Auf Wiedersehen. Erledigen Sie das, Direktor Leech. Oder ich werde es tun. Jaja. Unser lieber Dragon, der will uns lieber tot sehen durch eigene Hand. Hallo, Captain. Ich bin Lieutenant Colonel Mark Shepard, früher bei den LMC-Sicherheitsstreitkräften. Gut, dass Sie hier sind. Wegen der verschärften Sicherheitsmaßnahmen hatte ich große Verluste. Meine Leute können sich nicht unbeobachtet bewegen. Captain, wir müssen uns Zugang zum Schnellbahnsystem verschaffen. Dieser trojanische Virus hilft uns, uns in das Schnellbahnsystem einzuklinken. Verlassen Sie jetzt den Aufzug. Ich werde mich später wieder bei Ihnen melden. It's okay, Shepard. Hinrichtung. So. Ich glaube, das ist sogar schon die nächste Mission. Alles klar. Dann speichere ich es mal. Und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Crusader No Regret. Wir sprengen alles in die Luft. Bis denn. Adieu.